Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier im Sum 2 Turnier von 2022. Ich bin der Shadow von Shadow and Light RP und ich bin heute euer Hauptmoderator. Als Co-Moderator habe ich mir eingeladen den Schattenmeister, der gerade ein bisschen abgefuckt ist von meinem Aufnahmeprogramm, genauso wie ich. Guten Tag. Ja, mein Aufnahmeprogramm hat mal wieder das Mikro nicht akzeptiert. Ich habe keine Ahnung warum, ich hasse es gerade dafür. Deswegen nehmen wir das jetzt gerade mal noch ein zweites Mal auf. Und wie ihr seht, hat Schatten Mordor bekommen. So, Schatten hat Mordor, MX King kommt mit Elben an. Beide fangen mit einem Rohstoffstart an. Was mit Mordor recht selten ist. Weil also viele machen erstmal ein Einheitengebäude mit Mordor. Spammen. Ja, aber ich dachte, okay, wenn ich ständig spamme, habe ich keine Rohstoffe. Deswegen brauche ich schon mal zwei Rohstoffe, damit ich dann besser spammen kann. Mhm. So, MX King baut seine Kaserne, die ist zwar ein bisschen sehr weit am Rand vom Festungsbereich, aber geht gerade so noch. Deine ist ein bisschen besser da aufgestellt. Ja, da hat er auch schon gescoutet. Und da wusste ich auch schon, okay, es sind wieder Elben oder Isengard. Genau, weil du nicht aufmerksam genug bist, um Elben von Isengard zu unterscheiden. Selber geholt hast du dir den Kriegsgesang? Statt dem Land? Genau. Warum war das? Weil ich habe den Kriegsgesang ausgewählt, weil ich danach Auswahl habe zwischen einer Barrikade und einem Fallhakel. Je nachdem, wie die Situation ist, würde ich mich dann zwischen den beiden entscheiden können. Warum lieber die Barrikade als die Heilung? Weil mit dem Land hast du die Wahl zwischen Heilung und Pfeilhagel. Nein. Doch. Pfeilhagel ist ganz rechts. Nein, Barrikade ist ganz rechts. Verwechsel ich das gerade? Schade, dass man im Spectator-Mode da nicht reingucken kann. wir können es ja nach der Runde einmal klären. Warte mal. Ich kann das doch so nachschauen. Ach stimmt, du kannst ja gerade mal kurz dein Summ öffnen. So, du baust jetzt deine dritte Ork-Grube bereits. Ja, damit ich besser spammen kann. Immer und immer mehr Orks. MX King schickt lieber seine Bogenschützen runter auf den Troll, anstatt in Richtung von dir. Und er lässt die auch noch das Höhentrolllager angreifen, anstatt den Höhentroll an sich. Immer erst das Lager, mein lieber King. Auch wenn die dem Lager erstaunlich viel Schaden gemacht haben, dafür, dass die nur Bogenschützen sind. Dann ballern die da schon drauf. Ja, aber das Bad überlebt's nicht. Dagegen das zweite Bad greift jetzt seine drei Ork-Trupps an. Auch noch schön Kriegsgesang, damit die mehr Schaden machen. Ja, dafür müssten sie aber auch erstmal rankommen. Ja, da kommen die Pfeilstecher wieder zum Vorschein. Und gehen jetzt ordentlich drauf. Naja, die ziehen sich zurück und stattdessen kommt jetzt da das ein paar Krieger an. Du willst aber hier erstmal den Malaunbaum weghaben. Aber ich glaube, den hat er jetzt abgerissen. Damit du keine Punkte bekommst. Ich glaube, er hat den tatsächlich nicht abgerissen. Glaube ich. Glaubst du. So, du pusht weiter nach. Mit weiteren Orks. Er baut inzwischen seine Stallung auf, damit er hier deinen Orks-Spam wegballern kann. Ach, man kann schon im Aufbau den Sammelpunkt bestimmen. Oh, wusste ich gar nicht. Okay. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Okay. So. Ja, aber jetzt, wo er selber drei Bats da rumstehen hat, kommen deine Orks dann nur noch mäßig gegen an. Aber ich spamme weiterhin. Mir ist es egal. Du spammst weiterhin und hast inzwischen auch die Feuerstellen auf deine Festung drauf gebaut.
Genau, und ich glaube, ich bin jetzt auch schon dabei, eine Nazgul zu holen. Wollte gerade sagen, das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich einen Nazgul sehen. So, da hast du jetzt aber den Spam zum Erliegen bringen lassen, weil du wahrscheinlich gesehen hast, dass du da oben gerade nicht vorwärts kommst mit so wenig. Ja, aber dennoch habe ich weitergemacht. Genau, du machst weitere Orks, bist einmal kurz stehen geblieben, damit du gleich 6 Bats hochschicken kannst und nicht in 2 Wellen 3. So, aber da stehen jetzt von ihm auch 6 Bats. Seine sind halt leider stärker, vor allem mit den Reitern. Da kommen trotzdem nochmal 3. Auf die wolltest du wahrscheinlich noch warten, bevor du den Spam fortführst. Ja. Aber da reiten die Reiter jetzt schon durch. Er hätte ein bisschen besser ankommen können. Hätte er mehr Schaden durch bloßen Überritt gemacht. Und vor allem hätte er direkt danach die Reiter wieder rausziehen sollen und nicht stehen lassen. So, da kommt der Nazgul an. Der hätte jetzt hier schön hoch in diese Spalte reingehen können. Der hätte bei weitem mehr Überrittschaden gedealt als hier. Aber hier macht er die 2 Bats auch ganz gut weg. So, seine Bogenschützen kümmern sich gerade lieber um den Nazgul und deinen Baumeister als um deine Orks. Und dadurch können seine Nahkämpfer sehr gut weggemacht werden von dir. Der Nazgul zieht sich zurück und du baust den Haradrim-Palast gegen seine Reiter. Ja, genau. Ja, weil das zweite Bad ist auch schon wieder auf dem Weg. Das wird da auch gleich wieder eine ordentliche Schneise reinballern. So, wie viel Leben hat denn dein Nazgul? Ach, der wird hier gar nicht angezeigt. Ah, jetzt schon wieder ein gutes Dreiviertel, also langsam könnte er wieder reinrennen. Was er jetzt auch tut. Wie aufs Sprichwort. So. Die ersten Ostlinge werden ausgebildet gegen die Reiter. Aber er drängt dich langsam in Richtung deiner Base zurück. Da kommen jetzt auch die ersten Ork-Bogenschützen. Und du upgradest 2 deiner Ork-Gruppen. 3. Nein, 2. Hier kommt erstmal noch die Bogenschütze und dann wird geupgradet. Ja. So, die Ostlinge sind da und gehen jetzt auf die Reiter drauf. So, jetzt kannst du dir Bannerträger holen und deine Orksteine rausholen. 10%. Da sind sie kurz vor dem Sperren dann doch nochmal stehen geblieben. Sind damit ein bisschen später gestorben erst. So, aber seine Armee ist weg. Da hätte er sich früher zurückziehen müssen. Ja. So, jetzt nochmal zum Anfang, wo wir darüber gesprochen haben mit dem Pfeilhagel. Ich habe hier gerade den Spezialfähigkeitenraum offen. hier oben wird die nächste Elbenkaserne gebaut, damit er von 2 Seiten kommen kann. So, ja. Erzähl. Ja. Wenn ich Kriegsgesang auswähle, kann ich mich entscheiden zwischen Barrikade und ganz rechts dem Pfeilhagel. Ist der wirklich ganz rechts? Wenn ich doch kann. Pfeilhagel ist ja ganz rechts. Oh, okay. Wenn ich das Auge Saurons nehme, kann ich entscheiden zwischen Heilung und Barrikade. Wenn ich den Landstrich wähle, also wenn ich das verfluchte Land wähle, kann ich anschließend entscheiden zwischen Industrie und Heilung. Ah, okay. Egal wie, ich nehme immer lieber das Land. Ist größer und hält länger. Doch schon, ja. Du kannst dich zwar recht leicht runterpullen, also es geht zwar recht leicht, dass man die Person runterpullt, aber man muss sich ja nicht, man muss einfach nur auf seine Einheiten aufpassen. Aber es kommt tatsächlich immer noch kein Midland-Hüter gegen den Nazgul. Jetzt hast du auch schon einen Trollkäfig gebaut, der ist aber nicht mehr in Reichweite von deiner Festung. Warum denn dieses? Da kam der Pfeilhagel. Der Gegner nicht sofort sieht, dass ich einen Trollkäfig habe. Gut, den hättest du dann auch einfach nach hinten, hier hinten den placen können zum Beispiel. Na gut, da wusste ich auch noch nicht, dass er von oben kommt. Stimmt, aber generell, der Gegner kommt sehr selten von hinten. Demnach ist hinter deiner Festung der letzte Platz, den er scouten kann. Es sei denn natürlich, er nutzt seine Fähigkeit recht oft. Was er bisher nicht... Ich glaube, er hat es bisher nur einmal gemacht. So, da hat er jetzt 2 Schwerterbats ausgebildet.
Und dein Nazgul sieht das und kommt direkt nach oben. Und er hat sich Halli geholt statt Legolas oder Tranduil. Warum hast du hier den Baum stehen lassen? Den hättest du noch gut mitnehmen können. Ja, nee, ich hab da oben die Einheiten gesehen und dachte mir, bestimmt hat er da irgendwo was gebaut. Ja, aber ein Bad hättest du da noch kurz, also ein Bad Orks hättest du da noch kurz stehen lassen können. Oder eine Sekunde warten. Das hätte Loki gereicht. Nein. So. Den Trollkäfig hast du direkt auf Stufe 3 gebracht? Ja, weil die Trolle für mich stärker sind. Ja, aber so ein Gebirgstroll oder ein Trommler-Troll können halt auch schon mal viel Schaden dealen. Also als Zwischenlösung schon mal. Ja, aber da ich hoffe, er hat keine Bieten, könnte so ein Kampftroll enorm viel Schaden anrichten. Das ist wahr. Und ich sehe bisher immer noch keine Ends von ihm. Er baut seine dritte Elbenkaserne, weil er jetzt die hier verlieren wird. Das Bad Elbenkrieger kommt noch raus, das ist aber ein bisschen unnütz. Verschwendetes Geld, hätte sich zurückholen können. Die Ork-Bogenschützen hier oben haben Bock. Hast du aber rechtzeitig gesehen. Die stellen es aber besser an als das andere Elben. Ja, seine Bogenschützen am Anfang. Und damit es ja schön leicht für die Bogenschützen gleich ist, holt sich der Kampftroll erst mit dem Troll und überzeugt ihm, dass es bei Mordor viel mehr Essen gibt, als bei ihnen in der Höhle. Ja, so ungefähr. So, und dann zerstörst du auch direkt den Creep, damit er nicht respawnt, falls dein Troll, falls dein Höhentroll vernichtet wird, und er baut, und er bringt seine Armee in Position, der liebe MX King. So. Bis auf eine sind deine drei Orkgruppen auf Stufe 3. Haradrim-Palast nur Stufe 2 jeweils. Aber ich sehe noch keine Haradrim. Die habe ich auch nicht gebraucht. Ja, und hier zwei Schützen sind schon gut gegen Einheit. Der Pfeilhagel reicht. Der Pfeilhagel. Da kommt wieder die, das wenige Leben von den Elbeneinheiten durch. So, und auch da fokust er wieder den Nazgul anstatt die Kampftrolle. Die können hier schön Schaden austeilen gegen Helden und den Baumeister auch noch. Die zweite Armee hier oben steht nur rum. Und macht nix. Ah, und du hast die Morgelklinge auf passiv gestellt. Passiv? Ja. Also ja. Automatisch nutzen, quasi. So, und du hast 18 Punkte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich eine 15er sehen. Jawohl, da ist der Lindwurm. Der kann jetzt natürlich sehr viel Schaden gegen Gebäude und Einheiten austeilen. Ah, da ist kurz der Troll hoch zum Scouten. Dann kommt hier einmal die Elbenkaserne weg. Ja. Ein einziges Mal Schwein und das Ding ist weg. Oh, das sind Elite 2 Bogenschützen. Von MXG. Genau. Düsterwald Bogenschützen. Die hat er hier gebaut, in der Kaserne. Jetzt noch die Schmiede aufzubauen, ist ein bisschen sehr spät. Ja. Also wenn, dann hätte er sie sich früher holen sollen. So. Auch die hier sind eine fragliche Entscheidung jetzt noch, weil die halt sehr teuer sind. Ich hätte eher Piken gebaut. Ja, Piken und Schwertkämpfer. Ja. Also Schützen ist gerade eben das Letzte, was er braucht. Er will echt unbedingt deinen Nazgul weghaben. Deine Trolle sind ihm scheißegal. Ich bin auch richtig stolz, das zu sagen. Und zwar, der Nazgul hat die gesamte Runde überlebt. Ja, das kann man echt voller Stolz sagen bei einem Nazgul. Ich gehe recht schnell drauf, ja. Recht schnell und recht leicht. Ja, aber das war's. Der zweite Baumeister von ihm rennt jetzt auch in die Trolle rein. Ja, und ich hab's auch gerade so noch bemerkt. Ja, und dein zweiter Kampftroll fokust den jetzt, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Und dein Höhentroll auch. Ich hab die... Nee, den habe ich zurückgeschickt, weil ich mir dachte, okay, ein Kampftroll reicht schon. So. Ja, der Baumeister ist auch nicht weit gekommen.
Hier unten ist er gestorben. Jetzt sind es nur noch die Kaserne. Ich wollte gerade sagen, die Stallung, aber die sind jetzt beide auch down. Genau, sehr schön runtergespielt. Muss man sagen. Hast du da sehr gut durchgezogen. Von Anfang an. Dauerhaft Druck gemacht eigentlich. Ja, und dann immer die schönen und perfekten Fallhagel. Also die Fallhagel waren echt gut geplaced. Außer der erste, weil da hast du es nur auf, ich glaube, ein Bat gemacht. Ja. Oder anderthalb. Der war ein bisschen... Den hättest du dir ein bisschen länger aufsparen können. Aber dann der andere. Fast die komplette Armee weg. Ja. Also bei NX King muss man sagen, er war am Anfang gut dabei, hat dann aber extrem schnell nachgelassen. Also mit Elben eher die Düsterwald, also auf so einem kurzen Match, die Düsterwald-Elben weglassen, weil die halt einfach viel kosten. Und nur mit den Silberdom-Fallen dann wirklich extrem gut sind. Aber wenn man auf die Düsterwald-Elben gehen will, braucht man die Schmiede um einiges früher. Und mehr und weit mehr Eco, als er jetzt hatte. Und auch Beacon. Genau. Generell weniger die Helden fokussen. Lieber erstmal die Armee fokussen. Also wenn dann ein, zwei Bats auf den Helden schicken und den Rest auf die Armee und nicht die komplette Armee auf den Helden fokussieren lassen. Und ich habe keine Ents gesehen. Die Ents zitieren zum 2 schon extrem stark, wenn man auf Piken aufpasst. Ja, die Ents hätten die Schlacht noch extrem drehen können. Die hätten sie ordentlich gedreht. Also hätte er oben, wo er die Elbenkaserne hingesetzt hatte, zwischendrin, von der zweiten Front, hätte er da ein Enting hingebaut und dann zwei, drei Ents zu dir runtergeschickt. Also sich da ein bisschen zurückgehalten und dann zwei, drei Ents runtergeschickt, dann hätte er da ordentlich was in deiner Base zerstören können, bevor du da gewesen wärst. Ja. Dann hätte vor allem auch nicht dein Nazgul gereicht, um die zu töten. Da wäre eher dein Nazgul draufgegangen. Dann hätte es endlich geschafft. Ja, dann hätte er tatsächlich gewinnen können, denke ich sogar. Also dann hättest du deine komplette Armee darüber lenken müssen, vor allem deine Speerträger. Und mit der Armee, die er dann hatte oder sich nebenbei hätte aufbauen können, wäre er dann durchmarschiert. Auf jeden Fall. Ja, weil du hattest ja auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt nur zwei oder drei Bats Piken. Und die waren gerade eben bei seiner Base oben. Also da war ich froh, dass er keine Ents gebaut hat. Genau, also lieber die Ents statt zum Beispiel Reitern, weil die sind halt auch genau, die Reiter sind genauso teuer wie Ents, aber die machen halt einfach, die kannst du viel leichter auskontern als Ents. Ents kann man auch leicht mit Feuerfallen oder mit Piken kontern zwar, aber Feuerfeile musst du erstmal rankommen und Piken brauchst du auch mehr als ein Bad, um so ein End zu töten. Vor allem, wenn sie zu dritt auftauchen und dann in Nahkampf gehen. Dann kann ich einpacken. Dann kannst du einpacken, vor allem als Mordor. Solange du... zum Beispiel so ein Gebirgstroll oder so ein Kampftroll ist auch schwächer als ein End. Und die kosten mehr teilweise. Genau, die kosten auch mehr. Und kommen genauso schnell. Gut, dann würde ich aber sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Match wieder. Bis dahin. Und tschüss. Bye bye.